So, hallo und herzlich willkommen zum dritten Let's Play von Left 4 Dead 2. Oh, die Zombies kratzen schon wieder an der Tür. Verreckt. So, ich habe heute einen Gast mit mir in der Commentary, bla bla bla, Scheißdreck. Und der stellt sich jetzt auch gleich vor. Hallo, ich bin Christoph. Ich habe auch einen YouTube-Channel, der heißt Unboxing RC. Da mache ich Unboxing, Tutorials und Co. Der ist aber erst wieder ab Juli aktiv. Okay, das war's von ihm. Nun kommen wir zu unseren eigentlichen Spielthemen. So, hier Left 4 Dead 2. Ich düppel hier im Einkaufszentrum rum und suche nach ein paar IKEA-Schnäppchen. Aber sonst zurück zum Commentary. Wir haben heute zwei Themen für euch vorbereitet: Alkohol und Zigaretten und Drogen natürlich und Gewaltspiele. Machen Sie Gewalt oder ist das alles nur Humbug? Wir werden als erstes Alkohol und Drogenkonsum bei Jugendlichen und an sich durchnehmen, also durchnehmen oder besprechen halt. Und Christoph wird jetzt mal was dazu sagen. Ja, was will ich jetzt da sagen? Drogen sind von sich aus, jeder muss selbst entscheiden, was gut für ihn, was er konsumieren will oder was er nicht konsumieren will. Genau. So, dazu sag ich jetzt auch mal was. Drogen an sich sind dank der Einstellung des Menschen, also je nachdem, wie emotional verkrüppelt der Mensch ist, nimmt er Drogen, um sozusagen sich besser zu fühlen. Das ist eigentlich der Sinn der Drogen. Aber es gibt auch manche Spaß, die nehmen einfach nur aus Spaß. So, Christoph, wie siehst du das mit den Drogen? Sind die gut oder sind die schlecht? Also ich, meine Einstellung zu Drogen ist, ich nehme keine und will auch keine nehmen. Alkohol ist so eine Sache, wenn man feiern geht, dann nicht zu viel. Und gegen Rauchen will ich total dagegen. Ja, das ist auch eine positive Einstellung zum Thema Drogen. Es ist auf jeden Fall, es ist Spekulation. Es gibt eine Partei, die möchte Marihuana legalisieren. Das wäre, Marihuana ist jetzt nicht so eine schlimme Droge wie Heroin oder so, aber es bleibt immer noch eine Droge. Aber mittlerweile ist sie auch in den 80ern und so zum Trend geworden. Und in den 70ern, glaube ich, auch noch. Auf jeden Fall war diese Droge jahrelang auf Platz 1 bei Studenten oder halt Jugendlichen und so. Ich sehe das auch noch heute. Ich kenne viele Leute, die diese Droge konsumieren. Ich selbst davon lasse lieber die Finger. So, was sollte man gegen Drogen machen, Christoph? Man sollte zum Beispiel in den Schulen über die Drogen aufklären. Genau, das wäre jetzt schon mal der erste Schritt. Das wäre Die auch relativ, Prävention. ja, genau, das wäre auch relativ vernünftig, damit die Kinder wissen, was auf sie zukommt, wenn sie mal diese Drogen nehmen. Oder wenn sie eben, also sie werden vor den Drogen gewarnt, sozusagen. Ich hoffe, dass keiner dadurch angespornt wird, Drogen zu nehmen. Das wäre eigentlich so der falsche Sinn dieser Prävention. Oder? Prävention heißt das? Prävention ist die Vorbeugung. Genau. Dass man die Menschen schon im frühen Alter davor warnt, dass Drogen sind schlecht. Da kenne ich auch eine Folge in South Park, da sagt Mr. Mackey auch: Drogen sind schlimm, okay. Ja, die finde ich auch sehr lustig. Und ja, Alkohol, Drogen und so, das ist auch relativ schlimm. Schlimm, keine Ahnung. Und wie findest du so die Leute, die die Drogen verkaufen? Was denken sie sich dabei, wenn sie Drogen an minderjährige Kinder verkaufen? Oder Das Einzige, ja. was sie denken, ist Profit. Sie selbst sind nicht so dumm, Drogen zu nehmen. Und die Drogenhändler strecken die Drogen teilweise mit Rattengift oder sonstigen Sachen. Ja, das ist auf jeden Fall sehr schlimm. Nicht nur, dass die Kinder oder die Kinder, Jugendliche, bla bla bla, etc., damit ich meine nicht alle Menschen, die da einkaufen würden, drogensüchtig sind. Nein, sie werden auch noch über den Tisch gezogen. Das ist auf jeden Fall sehr
traurig. So, das dürfte so alles über das Thema Drogenkonsum sein. Nun kommen wir zu den Wirkungen der Drogen. Was für Drogen, die ist eigentlich so im Trend? Trenddrogen. Also allzeit gegenwärtig sind natürlich Rauchen und Alkohol, wobei Rauchen meiner Meinung nach stark zurückgeht. Zum Guten. Ja, Gott sei Dank. Und jetzt von den harten Drogen, was ist da so im Trend? Das habe ich ehrlich gesagt keine Erfahrung damit. Oh. Zum Glück. Okay, Gott sei Dank. Ich hab mich ein wenig im Internet über diese Drogen informiert. Im Moment ist diese Droge Cloud9 und Crystal Meth, die ist extrem. Cloud9. Cloud9 ist eine Mischung aus Crocodile und Crystal Meth, so viel ich mich erinnere. Ja, da hat es einen Vorfall in Amerika gegeben. Ich glaube, wenn das Amerika war. Da hat einer dank Cloud9 sozusagen dem einen anderen Menschen bei lebendigem Leib das Gesicht angeknabbert. Oh ja, das war auf jeden Fall sehr makaber. Also da sieht man mal, was die Drogen alles anrichten können mit dem Körper. Also das Wahrnehmungsvermögen wird getrübt und auf jeden Fall wird man dadurch extrem aggressiv durch diese Cloud9-Droge. Was bei Crystal Meth die Wirkung ist, weiß ich jetzt nicht so genau. Auf jeden Fall lässt es die Haut altern. Mit 20 sieht man dann aus, also wenn man 3 Jahre die Droge genommen hat, anscheinend sieht man dann mit 20 Jahren irgendwas mit 50 Jahren aus. Also kannst du das. Also es baut die Zellen ab und man wird nach dem ersten Konsum schon süchtig. Ja, genau wie bei Crocodile. Crocodile ist auch eine extrem süchtige, machende Droge. Also, das ist auf jeden Fall sehr schlimm. Für die Konsumenten, aber auch für die Polizei, denn sie müssen jedes Jahr Milliarden in dieses Budget stecken gegen Drogen. Kontrollen, dann Drogenspürhunde, Streifen, Zoll, etc. etc. Das ist auf jeden Fall sehr schlimm. Und woher haben sie das Geld? Also, ja, das zahlen, aus unseren Steuern. Genau, das zahlen die Steuerzahler, die Privatunternehmer. Die müssen das leider alles zahlen. Das ist auch die Privatpersonen. Genau. Mehrwertsteuer und die nehmen das da raus. Aber wenn man sich die Leute mal an den Kopf fassen würden und sagen würden, nein, diese Droge nehme ich nicht, wieso klappt es dann auch nicht? Das ist mir unbegreiflich. Es gibt immer wieder Leute, die gern diese Droge nehmen und es gibt immer wieder Leute, die sie auch verkaufen. Das ist für mich unbegreiflich. Wie siehst du das? So wie du. Ja, wird es jemals eine Besserung geben? Wahrscheinlich nicht. So, und im Spiel finde ich gerade nicht den Ausgang. Ich habe keinen Plan. Dieses Level ist unglaublich scheiße. Ah, doch, da. Hab ihn gefunden. Es kommen ja nach und nach auch neue Drogen auf den Markt, die anfangs legal sind, weil sie noch nicht bekannt sind. Genau, und erst Beispiel, durch die Analysen werden sie dann als Drogen eingestuft. Es gab noch eine Droge, die war mit Badesalz vermischt und die war auch extrem gefährlich. War das nicht Cloud9? Nee, Cloud9 ist eine Mischung aus Crystal Meth und Crocodile, glaube ich. Also so viel ich weiß, ich bin jetzt ja kein Experte oder Fachmann oder so. Aber auf jeden Fall habe ich da keine große Ahnung. So, das dürfte eigentlich alles so vom Thema Drogen, Crystal Meth etc. sein. Ich würde jetzt lieber über ein anderes Thema sprechen, nämlich gewaltreiche Computerspiele, wie ich sie gerade spiele. Sind die gefährlich oder ist das eine Art der Einstellung, die der Mensch hat, wenn er spielt? Meiner Meinung nach ist es eine Art der Einstellung. Jemand, der wenig soziale Kontakte hat, wird natürlich auch kann durch die auch süchtig werden, aber ein, sagen wir, gehen von Normalpersonen aus, die auch soziale Kontakte hat, die mit denen er auch ausgeht, sonstiges unternimmt. Genau. Der wird durch die auch bis auf den PC geholt. Genau, es gibt zum Beispiel. Konsolen. Ja, es gibt zum Beispiel auch Menschen, also die Community, die deutsche Gesundheitskasse-Community, also diese Gesundheits-Community an sich, prangert ja schon seit Jahren dieses World of Warcraft an. Ich spiele es persönlich auch und ich muss sagen, es macht mich süchtig. Also von meiner Einstellung her.
Wie siehst du das? Ich persönlich habe keine Erfahrung mit WoW, aber es gibt sehr viele Menschen, die süchtig geworden sind von dem Spiel. Ja, da kenne ich auch einige Menschen. Das ist auch relativ traurig. Aber das Problem dieser Menschen ist, sie haben kein soziales Umfeld. Sie sind abgeschnitten von der sozialen Welt. Und das ist auf jeden Fall sehr schlimm. Mhm. Und wie siehst du das? Kennst du Leute, die wirklich nach Spielen süchtig sind? Ja, da kenne ich ein paar. Also ich finde das auf jeden Fall sehr schlimm. Ich habe mal eine Reportage gesehen, da hat ein Mann nur noch gespielt, Tag für Tag. Er hat nicht gegessen, er hat sich nicht geduscht, er hat einfach gar nichts gemacht. Und ich komme hier überhaupt nicht durch. Zu viele Zombies. Und so, da kommen wir jetzt mal zurück zum Thema. Wir hatten gerade hier einen kleinen Auflauf von Zombies und habe meinen Freund gerade das Wort weggenommen. Entschuldigung, Christoph. So, was sind die Folgen dieses suchtbringenden Spiels? Suchtbringende Spiel. Folgen sind zum Beispiel, dass man gar nicht mehr in das soziale Umfeld reinfindet, teilweise. Dass man sich dann immer mehr in dieses Spielen vertieft. Sozusagen sich verliert. Genau. Also man wird selber sozusagen zum emotionalen Monster. Also das, was du gesagt hast, klingt auf jeden Fall sehr plausibel. Ich habe das auch mal, also in der Dokumentation, wie gesagt, habe ich das auch mal gesehen und das war auch extrem schlimm. Dieser Mann ist verwahrlost an seinem Computer. Ja. Das es gibt ja. Es gibt natürlich auch diese Online-Kriege sozusagen, wo zum Beispiel Xbox vs. PlayStation oder COD vs. Battlefield. Genau, und diese Spiele verursachen bei Jugendlichen, speziell bei Jugendlichen, verursachen sie Mobbing. Zum Beispiel, du bist scheiße in dem Game, geh weg und so, mit dir reden wir nicht, du bist kacke in COD oder so. Wobei ich COD selber eigentlich ein völliger Mist finde. Das ist auf jeden Fall auch einfach unnötig. Das ist unnötig und das regt einfach nur auf. Wie siehst du das? Oh, sehe ich aktuell genauso wie du. Das ist auf jeden Fall eine riesen Sauerei. Vor allem ist es seelischer oder emotionaler Schmerz für die Gemobbten. Andererseits bringt es eigentlich überhaupt nichts, einen Menschen wegen eines Computerspiels zu mobben. Die Leute, die mobben, die haben, die verstehen diese Logik nicht. Es ist nur ein Spiel, aber sie übertragen es auf die Realität. Ach so, ja, das ist auf jeden Fall eine logische Erklärung. Meistens sind die Gemobbten, scheiße, ein Hunter. Meistens sind die Gemobbten die emotionalen Opfer. Was verstehst du unter emotionale Opfer? Selber gemobbt früher. Und ich verrecke hier gerade mitten im Ziel. Das gibt es nicht. Wo sind die Scheißverbündeten? Naja, das ist einer der klassischen Spiele aus Raster. Und ich bin schon wieder am Anfang. Und es regt mich derbe auf. Ich habe so einen Hals. So, damit beende ich das mal. Wir haben schon gesehen, dass ich im Ziel war. Ich habe keine Lust, es nochmal neu zu versuchen. Deshalb, sonst wird hier dieses Let's Play Commentary viel zu lang. Deshalb verabschiede ich mich hiermit. Bis bald. Und der Link zu meinem Kanal noch in der Videobeschreibung. Genau. Ich werde meinen Freund großzügig verlinken. Ich hoffe, dass wir dadurch auch
populärer oder Ansprechpartner bekommen im Thema zu diesem, also zu diesem Thema, was wir gerade erklärt haben. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ob es euch gefallen hat, könnt ihr in der Videobeschreibung, also könnt ihr kommentieren oder Daumen hoch, Daumen runter, ist egal. Wir sind für alles offen und bis zum nächsten Mal.